war natürlich auch bei einem Meister, der nicht nur nationaler bzw. internationaler Meister ist. Nein, der hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Und wer ein Zuschauer lacht jetzt gleich über mein Outfit. Mats ab. Ich bin heute wieder sportlich unterwegs. Und zwar hat es mich nach Blumenthal verschlagen, denn dort wird Gewichtheben trainiert. Jan Struve neben mir, er ist nicht nur deutscher Meister, nicht Hallo, nur Sascha. Europameister, nicht nur Weltmeister. Er ist der Beste der Welt. Dankeschön. Ändern seine Altersklasse. Richtig, ne? Richtig. Altersklasse 1, 35 bis 40 Jahre. Weltmeister. Da war ich früher auch mal. Du hast mir auch so ein schickes Ding verpasst. Was hattest du auch damals an? Ja, 24 war das, wo ich auch bei den Olympischen Spielen. Da muss man aber, da darf man aber auch nicht viel in der. Du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, wir helfen immer mit Strümpfen nach, mit Socken. Du guckst ganz neidisch, ne? Ja. Ja, aber an hier, Hauptsache die Hose sitzt. Man muss ja aufpassen beim. Ich glaube, das reicht, ne? Reicht, ne? Ja, ich bin auch das. Bevor du dich verletzt. Ja. Können wir die Kameraeinstellung ein bisschen anders machen? Füße hoch. Hoch und jetzt? Mit dem Morse noch durch. Ja, 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 ging. Ach, guck mal. Ja, du hast auch nicht so eine enge Hose an. Das stimmt, so. Nee, nicht so hinter mir stehen. Nicht so nah. Uah! Können die Hosen reißen? Nein, auf keinen Fall. Doch, ich komme gleich deine wieder. Hose. Da habe ich jahrzehntelang mit gehoben. Ach so, das ist deine? Das ist mein. Ja, aber da bin ich schon reingewachsen, oder? Wann hast du die getragen? Vor wie viel Jahren? So 1980 rum. 1980? Aber hier ist nicht so viel, also, ne? Ja, Da wollte mal ein großer rein, ne? Füße oben gegenschlagen. Bitte? Da darfst du aber nichts Falsches gegessen haben, oder? Und zieh! Los, Sascha, zieh! War ich schon dran? Oh, das zwickt aber hier. Das ist, als wenn du. Los, einmal. So? Oh. Unten. Und hoch. Oh. Oh, oh, was. Oh, Jan, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du es nochmal machen? Oh, ist das schön. Das war der schönste Tag in meinem ganzen Leben gerade. Na, möchtest du auch mal größer werden? Ja, das schon. Ja, ne? Dann trainiere mal ordentlich weiter, damit du hier auch so eine Arme kriegst, oder? Nicht schlecht, oder? Ja, du musst dich wiegen, bevor es losgeht, wird richtig gewogen, damit wir auch sehen, in welcher Gewichtsklasse du dich aktuell befindest. Einfach rauf? Einfach rauf. Gleich bis 2001. Wie viel ungefähr? Ja, so 60 plus. 60, dann sind wir mal, dann gehen wir mal auf 75. Ja, da sind wir schon fast am Ziel. Also 75 haben wir erreicht. Ja. Dann gehen wir mal auf 79. Bitte? Die stimmt nicht. Also dann gehen wir mal. So, denk dran, wir sind hier mit dem Fernsehen. Die sollen alle denken, ich wiege nur 80. Auf 82? Oha. Bitte? Jetzt komm aber. Jetzt komm. Jan, jetzt musst du mal nicht so. Du wiegst doch wohl nicht mehr als ich. Jetzt gehen wir nochmal auf. Umgekehrt. Auf 89? Oh, 89. Nee, ist also. Ja, ich habe ja auch den Gürtel um. Ne? Und die Hose, die wiege ich auch nochmal was. Die Hose, also das geht jetzt doch etwas runter. Siehst du, hab ich ja gesagt, 79. Ja. Aber mehr als 88. Einigen wir uns auf 88, da hast du einen guten Schnitt gemacht. Ja, mit der Hose und mit dem Gürtel sind wir bei 88. Sonst liege ich eigentlich nur 66. Einwandfrei. Und jetzt weißt du Bescheid, jetzt liege ich 64 Kilo und kann losgehen. Genau, 88 Kilo, meine alte Gewichtsklasse. 62, wie wiegst du? Halbschwergewicht, ich bin jetzt bis 105 Kilo. Ne? Wer von uns beiden wohl richtig mal auf die Figur achten sollte? Ne? Dann hinten sieht er ja aus wie eine Straßenbahn nur.
nicht zu verwechseln mit. Ne? Das war was. Das ist Quatsch. Da braucht man die alles auf einmal. Ach so. Anpassen. Ja. Vorsichtig. Ja. Gerade stehen. Aufstehen. Ja. War schon? Fast gut. Hast gesehen? Jetzt bist du. Ne? Kannst noch viel lernen von mir. So. Und schreien dabei. Das ist ganz wichtig. 73 Olympiade habe ich auch nur geschrien. Ja! Richtig. Rücken gerade. Hier? Jawohl. Und jetzt in eins hoch? Ja, und in die Runde gehen. So? Ja. Und jetzt gleich stehen? Gleich, los. Und zack, so kommt. Ja! Und hoch, hoch. Ja. Und jetzt versuch mal eine Runde zu gehen. Was passiert, wenn die Stange auf den Kopf fällt? Oh. So, und rein? Das sind nur 20, ich weiß noch. Ja. Danke. Danke, ne? Und Rücken gerade. Versuchen wir mal die zweite Disziplin. Ja. Stoßen. Das Stoßen. Das ja. ist wie im wahren Leben. Das mache ich gerne. Zuerst kommt das Reißen. Ja. Dann kommt das Stoßen. Mhm. Ne? Erst reißen, dann stoßen. Rücken gerade. Ja. Beim Stoßen darfst du das Gewicht auf der Brust ablegen. Ach. Und dann ausstoßen. Je mehr man hat, desto besser. Ja, genau. Ah, Rücken gerade. Ja. Ah. Ja, das ist klasse. So, ne? Ja, jetzt auf die Brust. Rücken gerade. Das Gewicht auf die Brust? Ja. Auf welche? Rechts, links und. Mit Schwupp um den Spot, da unten springen. Ja. Fast. Diese Schmerzen in den Händen. Ah. Man hat aber auch so ein bisschen Hornhaut danach, oder? Ja, allerdings. Guck mal, jeder Bauarbeiter ist jetzt neidisch drauf. Du kannst auch Türen so abschleifen, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe heute viel gelernt bei dir, zum Beispiel, dass Gewichtheben für mich nichts ist wegen den Anzügen. Sonst würde ich das gerne wieder machen. Zum Abschluss haben wir nochmal einen vorbereitet, aber du hast jetzt noch irgendwas in der Hand, Jan? Ja, falls, damit du dir wirklich den letzten Versuch schaffst, holen wir nochmal alles aus dir raus. Das ist irgendwie so ein Riechzeug? Ja, du musst einmal dran schnüffeln. Was ist das denn? Salzsäure? Oh. Bullenpisse. Bullenpisse? Ih. So, zurück ins Studio, ne? Jan? Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und wir können ja gleich mal hier wechseln, ne? Ziehst du das Blaue mal an. Jawohl. Tschüss. Tschüss.